Gas ist sehr empfindlich. Ich habe gerade gemerkt. Ganz empfindlich. Ja, komplett bis zum Ende, ne? Okay. Delay. Erst hochdrücken und dann löst sie sich. Okay. Das ist nicht wie beim BMW. immer was zu lernen. Ja, spannend. Ich mache aber ein bisschen das Fenster auf, weil ziemlich warm. Und an der Ampel natürlich runter von der Kuppel, also nicht schleifen lassen. Ja. Ich erstmal ein mit dem Gas. Ja. Also ich mache das so, wenn ich ins Auto einsteige, drücke ich 5-6 Mal die Kupplung, damit du Gefühl hast für die Kupplung. Und dann auch mit dem Gas. Du musst also langsam, du musst noch weniger. Ja, noch weniger Gas. Noch weniger Gas. Also ich gucke erstmal, dass wir hier runterkommen. Die Schräge. Also erstmal fährst du so weit wie möglich nach links. Ja. Ja, und dann jetzt nach rechts. Schon rüber, ne? Ja, aber nicht zu weit. Das sah so leicht aus bei ihm. Aber sonst setzt du auf mit dem Auspuff. Ja, also. So, ersten Gang. Das habe ich gut gemacht. Das ist ja was ganz anderes, Alter. Ich kenne nur diese Beispiele-Auto. Wie langsam. Du musst die Kupplung kommen lassen. Ja. Und dann am besten, wenn du schaltest, immer Zwischengas einmal. Ja. Voll aufdrehst, brauchst du das nicht, aber wenn du jetzt in den Kleingängen bist, immer ein bisschen Zwischengas. Ja. Also manchmal geht dann. Machst du das? Machst du das? Nein, so ich so mache ich das genau. Das Gas passiert nicht empfindlich. Ja, ja. Ich sehe, du drehst am besten die ganze Zeit bei 3000. Wenn du jetzt schaltest, einmal kurz. Genau. Und dann schaltet er leichter. Das ist ja richtig Arbeit, muss ja richtig reintreten. Auch mit Blenken mal eben kurz. 2000. Oh, ja. Mal gut. Ja, mal gut. Ja. Spit ist ab vorher Bescheid. Bekommen für so ein Auto. Ne? Also bei den, heute steigst du in jedes Auto ein, ist ja alles gleich. Halbwegs gleich, ne? Irgendwie. Ne? Bisschen Kupplung, dann hast du mal einen Toyota Aygo, der wo die Kupplung ganz spät kommt. Die ist auch sehr hart, die Kupplung. Ja. So mache ich das immer, wenn ich. Ja. Ob ich jetzt in dieses Auto einsteige oder in die Vitesse, ich drücke erstmal 10, 12 Mal die Kupplung. Ein Gefühl zu kriegen, wie hart die ist. Und dann war ich an den Hier links war das dann, ne? Hier links, ja. Und wenn hier rot ist, ne, weißt du ja Bescheid. Ja, Shift leiten, ne? Ich schalte dann mal. Also komm, da kannst du ja wohl rüber gucken über den Wagen, oder? Aber eigentlich? Ja, man muss das Gefühl.
langsam in der Stadt fährst, ja, brauchst du Zwischengas. Aber wenn du jetzt hier beschleunigst, brauchst du nicht wirklich. Willst mal gucken, was abgeht? Haus mal rein. Alter.
dann habe ich gesagt, das ist so. Und dann hat mein Bruder den jahrelang zusammengebaut und bla bla, wenn Zeit ist immer. Und ich finde, das ist ein Biest hier. Das ist Auto. Nein, das ist auch ein Wahnsinn. Nur das Aussteigen ist ein bisschen kacke. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, ne?